Hallo Freunde, willkommen zurück. Hallöchen. Wir haben festgestellt, dass der Ameisen doch eine Nummer zu groß ist für unsere jetzige Rüstungsstand. Ja, wir glauben, das ist echt der Endboss. Wir müssen erst das Nebellabor machen. Wir haben erstmal hier den Kaugummi abgetragen und wir gehen mal jetzt wieder da hoch, das Loch zu stopfen. Ja. Der wollte doch dieses Fähnchen. Richtig, da brauchen wir Kleeblatt und Sprösslinge. Wie viel? Ja, weil ich habe. Hast du noch Kleeblatt oder? Ich habe 4 Kleeblatt. Ich habe gar nichts. Sprösslinge, die wachsen doch eigentlich. Ja, hier nicht im Gasgebiet. Ne? Nee, hier dahinter ist ein bisschen grün. Da sind noch grüne Blätter, also es müsste auch Sprösslinge geben. Hier wächst da nichts mehr. Verstehe ich nicht. Ist nur die Frage. Ach, guck mal, alles voll hier unten. Ist nur die Frage, wie viel brauchen wir, ne? Ja. Viele nicht. 4, 5 Stück oder so. Also, wenn dann eins fehlt, ne? Ich habe 4. Ich habe 2. Ja, mal im Inventar gucken, wo dieses Fähnchen. Ja. Warte. Wo war das denn? Ich habe die schon. Okay. Ja, ich habe alles. Alles klar. Warum brauchen wir eine Wegmarkierung dahin? Das frage ich mich. Aber wird schon irgendeinen Sinn haben. Ja, es ist früh am Morgen, man sieht nichts, ne? Ja. Aber das weiß ich noch. Ja, 3-mal weißt du das noch, ne? So. Dann geht's da hoch. Diesmal habe ich einen Fallschirm für den Rückweg. Und die lassen wir mal schön in Ruhe. So. Ups. So. Keine Gasmaske mehr. Im Kaugummi das Loch. Der Garten erholt sich jetzt. Dann können wir ja wieder unsere normale. Safety first. Jo, wir brauchen keine Gasmaske mehr, nein, ne? Nein. Oh, ist das eine Entspannung. Okay. Und jetzt? Das war eigentlich die Aufgabe hier oben, ne? Ja. You can be smart, fast, lucky, or just wear some armor. So, wir können jetzt runterspringen. Mhm. Und da vorne bei der Lampe. Ja, drehen, weiter drehen. Ja. Hier direkt unter mir ist der Laboreingang. Oh, jetzt habe ich aber... Fallschaden. Ja, aber er hat von alleine... Ja, ist ja kaputt gegangen. Aber die verseuchten Viecher laufen hier immer noch rum. Ja gut, die sind verseucht halt. Geht das da nicht rein? Oh, Leute. So, kann ich mal den Sprengsatz hier in Ruhe setzen? Ein Bömpchen hätte ich auch noch.
Haha, kabum. Wieso ist es hier dunkel? Ach so, okay. Wir sind drin, es gibt was zu trinken. Aber beide direkt drauf, ne? Und die Flasche voll machen. Ist voll. So, was haben wir denn hier alles? Gelaber haben wir wieder. Truly was right, as always. Perhaps she should have been the inventor and not me. I should have listened to her when she insisted that I stop the experiment. So, wir sind hier. Ja. Was ist das? Ich habe gerade noch einen Knopf gedrückt hier. Hast du das? Ja, das ist die ganze Viecher draußen. Hast du sonst noch irgendwas gefunden? Ja, nochmal Verbände. Das war für mich wichtig. Ich hatte nur noch drei. Ja. Stein und so. Hier ist noch ein Zettel. Hab ich gefunden. Jo, dann gehen wir mal weiter. Jo. Ich hoffe, dass wir nicht diese Karte von dieses Wissenschaftler brauchen, ne? Den hast du nicht dabei, ne? Ich vermute mal, dass du den hier brauchst. Klar, den habe ich nicht dabei. Hast du genug zu essen? Moment. Oh. Ich habe mir schon einen Riegel genommen. Willst du den zweiten? Ich habe noch 6. Oh je. Gleich mal einen essen. Can't waste food. Can't waste food. Can't waste food. Hier ist ein Knopf. Hm? Hier ist ein Knopf zum Öffnen. Aber guck mal, was uns da erwartet, ne? Ja, deswegen. Ich bin ich erstmal die andere Tür gegangen. Okay. Hier ist nochmal eine Kassette. Oh. Attempts to reverse cell age in mushrooms. Ah. Okay. Erstmal gucken wir der Armbrust. Ob man die zu... Okay, ich hab die woanders. Benötigt ein Hackwerkzeug. Wo? Nee, ich meine diese Pulsieren da. Aha, aha. Nein, Hackwerkzeug. Marasmius Aureatus hier. Hackwerkzeug. Ja klar, den habe ich gerade weggesteckt. Ach. Aua! Höheren Ranges, das kann ich nicht. Ja, ich weiß, aber die schießen, die Dinger hier. Erstmal die rumschießen, mal kaputt machen. Aber die machen ja nicht viel Schaden. So, eins noch? Ja, das... Seid ihr jetzt fertig? Die sind am explodieren. Oh. Der kommt immer wieder. Jetzt aber nicht mehr. Da ist irgendwo noch eins.
Da. Und hier oben an der Decke ist noch eins. Oh. Gewesen. Ich bin gleich. Was das jetzt? Ja, ich glaube. Ja, schon wieder so ein Hebel hier. Ja, ich will den nicht anfassen eigentlich. Verbände? Hast du irgendwelche wo was gekriegt? 4 Stück habe ich. Ja, nee, das. Zack. Was habe ich jetzt aufgemacht? Na, die Tür, die wir reingekommen sind. Die Geheimtür? Ah, guck mal hier. Aber hier sind wir doch gekommen, ne? Hier sind wir lang gekommen. Von normaler Pilzkultur. Von Kontroll, ja, Phase 1. Und dann ist Phase 2. Phase 2. Oh. Schade, dass ich so eine Hacke nicht habe wie du. Die explodieren. Bleib weg, die explodieren einfach. Also das ist nicht das Problem. Okay, wir können aber aufsammeln. Ein paar Sachen, was übrig bleibt halt. Hauptsache, ich führe uns nicht ein jetzt. Hier ist alles ruhig. Von wegen. Ich komm hier durch einfach. Au. Oh oh. Wir müssen zurück. Raus, raus, raus. Hier lang? War was schon mal hier lang? Nein. Ach, du bist einen anderen Weg gegangen, ne? Ja. Okay, ich komme zu dir. Du kannst da rein? Wieso ist die Tür zu? Weiß nicht. Versperrt. Du bist direkt. Du hast dich angesperrt, ne? Ja, super. Ist irgendwo so ein Knopf zu drücken? Da den. Da direkt vor der. Ja. Ne. Super. Ja. Jetzt kämpfst du alleine. Ja. Ich kann nicht zu dir. Ich weiß nicht wie. Ich weiß. Der kommt aber nicht hier rein, das ist das Gute. Au. Nee, der ist. Ich habe keinen Weg zu dir. Ja, ihr seht das nicht, Leute, aber Easy Green kämpft gerade gegen eine. Infizierte Marienkäfer. Infizierte Marienkäfer? Die ist wieder ihre eigene Weg gegangen. Unterwasser ist auch ein Weg, aber wir brauchen dafür ein Messer. Hast du keins dabei?
Was soll ich denn noch alles schleppen? Aber ich hoffe, wenn die tot ist, dass du mich die Tür aufmachen kannst. Ja, hab ich auch. Keine Pfeile mehr? Nee. Muss erst wieder alle einsammeln. So, der Marienkäfer wäre hin. Jetzt ist die Tür auf. Jetzt ist sie hier aber bei mir zu. Ich bin doch neben dir. Meine Pfeile alle wieder einsammeln. Aufpassen, überall diese explosive... Das war mein letzter Verband jetzt. Den muss ich erstmal kaputt machen. Du kannst es nicht. Au. So, explodier doch mal und dann. I've had worse, I guess. Okay. Bin wieder voll. Ist wieder einigermaßen. Ja. Und kein Experiment mehr alleine. Jo. Wir haben doch den Sauerstoff frisch gemacht, ne? Warum sind die jetzt auf einmal so? Ey, wie viel sind die denn noch? Fertig. Mal die ganze Pfeile wieder einsammeln. Ja. Oh, alles voll hier. So, also sonst hier ist nichts, ne? Hast du alles geguckt? Ich habe mich noch nicht wirklich umgeschaut. Da sind nur Computer und da ist vor sich ist noch so ein Schießpilz da hinten. Was haben wir denn da? Oh, hast du den Chip? Ja. Den hab ich gefunden. Hier sind lauter Bomben. Ja, mitnehmen. Ja. Da sind noch was zu essen. Steine noch gefunden. Du solltest dich auch mal verbinden, ne? Oder was essen oder irgendwas. Ja. So. So. Ist das hier fertig? Sieht so aus. Ja, der Chip ist da, ne? Ja. Wir haben uns verloren, siehst du? Schon wieder? Ja. Ey, einfach den Kabel lang schwimmen. Den Kabel lang? Ah, okay. Ja, gut.
Au. Klar, musst du mir zum Abschied noch einen versetzen. Und wenn du noch was trinken willst? Was hast du gekriegt? Fliegenpilz, Fliegenauswuchs und rohes Fliegenfleisch. So, dann. Da ist ein Feder. Dankeschön. So. Dann nach Hause, ne? Mhm. Hast du deinen Superhammer? Ja, natürlich. Dann hast du was gefunden? Ja, ja. Ich zeig dir, lass mich durch. Gut, die hat geschlafen. Kommst du hier um? Da. Die ist wach. Die ist wach, die hat uns ausgespäht. Mein. Hier, siehst du? Da sind... Ich bin irgendwo... Du musst runterspringen einfach. Runterspringen? Ja. Ins Spinnennetz? Nein, oh, wo bist du denn gelandet? Du bist in den Spinnenbauch reingelaufen. Reingefallen bin ich. Durch so ein Loch. Ich hab keinen Schimmer. Warte mal. Wenn man reinfällt, kann man auch irgendwie rauskommen. Ja, wenn man reinfällt, ja, es gibt einen Weg raus. Ja, aber wie? Ich hier hochspringen? Nein. Oh. Easy. Nein. Bist du einen Weg überhaupt raus? Nicht wirklich. Ich weiß aber nicht, wo du bist. Beziehungsweise, ich sehe deinen Namen. Ich mache jetzt einfach Harikiri. Upsala. Bist genau an dem Stein, ne? Irgendwo. Ich renne. Gott, wo bin ich hier? Du bist in dem Bau von der... Wolfsspinne. Ja, das wird wohl... Renn. Ich hoffe, es geht hier raus. Nee, da ist die Wolfsspinne. Ich höre eine Wolfsspinne schleichen. Ich sehe deinen Namen da unten. Mhm. Kannst du die rauslocken? Das siehst du mich? Ich hab. Soll ich die rauslocken? Moment. Das wäre hilfreich. Okay. Bitteschön. Ich sterbe und Dick ist gut. Also einen habe ich rausgelockt. Ich renne. Ich bin draußen. Dankeschön. Du bist raus? Ich bin raus. Ich mache versuche auf dem Abstand zu gewinnen. Ja, schön. Ich bin tot. Kannst du mal wenigstens mal, wo mein Name ist? Ja. Vielleicht lässt sie von mir ab. Ich renne.
Die lässt es aber nicht ab. Nee, die kommt immer wieder hin. Ah ja. Wie viel verleihst du denn? Was? Okay, ich sterbe und... Ja, gut, ich bleibe hier. Ich versuche sie von hier oben. Ja, eine Wolfspinne wäre nicht schlecht, ne? Ja. Oh Gott. Ja, du bist wieder da. Der Spawnspunkt ist in Toxic Zone. Was heißt Toxic? Es war mal Toxic. So. Also. Ja, ich habe nur einen Fall, weil mein Rucksack da unten ist. Die ist aber nicht mehr hier, die Spinne. Ich sehe sie nicht mehr. Dann mache ich mal gar nichts. Ich bewache das hier. Ja, ich komme. Und doch, nur, die ist noch hier. Nur zum Vermerk, ne? Ich bin ja für dich gestorben. Ich weiß. Ja, nicht, dass du irgendwann sagst, oh, guck mal, du warst auch mal tot. Die läuft weg. Bloß dann bist du immer noch da unten. Alles voll mutierter Viecher und so. Ach, da bist du ja schon. Ja. Hier geht's den Weg nach draußen. Komme. Wäre schon fast wieder runtergefallen. Ach, guck, wo du deine Füße hinstellst. Sag mal, ist das hier ein Bug oder? Springen. Nimm die Axt in der Hand. Auf jeden Fall, ich bin zu Hause. Ich nicht zu analysieren. Geht das? Nee. Ja, ich bin weltfrei, aber hier unten ist wieder der Abgrund. Ich stopp, bin stopp, auf der anderen Seite. Geh mal den Abgrund, die Richtung, ja. So, und jetzt runterspringen und auf die andere Seite kannst du hochlaufen. Das ist flach genug. Ja, guck da mal. Unten ist die Spinne. Da geradeaus. Spring runter und da kannst du hochlaufen. Wie hochlaufen? Ach, die ist... Ja, da geht's hoch, da geht's hoch. Ah. Oh, nix wie weg hier. So. Ich bin mit 1 Zentimeter Leben komme ich hier. 1 Millimeter. Okay, Freunde, hier machen wir einen Cut. Und wir werden uns schlau machen, wie wir den Boss-Ameise mal hinkriegen, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.